Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Kilis Mohr, ich bin ein Musiker, ich war auch vor einer Woche in Berlin und habe dort auch gesprochen und wäre schön, wenn der linke Herr auch mithört. Aber ich würde trotzdem sagen, er hat sich getraut, hier hochzustellen, er hat sich getraut, hier zu sprechen. In anderen Städten wurden die Demonstrationen schon mit Steinen und Flaschen beworfen. Deswegen bitte nochmal einen Applaus für die junge Linke. Danke. Und auch danke dafür, dass Sie sich dem Dialog stellen wollen und dass Sie mit uns überhaupt sprechen wollen. Mit uns meine ich nicht mich und irgendwen. Ich bin weder in der Orga-Gruppe noch gehöre ich sonst irgendwie zu irgendeiner Gruppe und Gruppierung. Und das habe ich auch schon... Ich muss anders anfangen. Ich habe nichts vorbereitet. Ich wollte jetzt nur hochgehen, weil ich unbedingt ein paar Sachen sagen wollte. Ja? Das war so. Es gab diese ganzen, oh, alles rechts esoterisch, alles Rechte, alles Nazis, alles... Diesen ganzen Blödsinn gab es ja, Antisemiten, genau. Also bin ich als allererstes auf die Bühne gegangen in Berlin und habe gesagt, ich distanziere mich von jeglichem Rechtsextremen und jeglichem faschistischem Gedankengut, das auch nur irgendwie herrschen kann. Dankeschön. Und wisst ihr, was das Lustige ist? Danach stand in den Medien, oh, da war so ein komischer Rapper, der hat sich dahingestellt und hat sich erstmal von Antisemiten distanziert. Der hat das nötig, der hat doch was zu verbergen, warum distanziert er sich denn? Alter, wie krank ist das denn? Und während er gesprochen hat, wollte ich auf ca. 700 Dinge gern eingehen, aber mir fallen jetzt wahrscheinlich nicht mal mehr die Hälfte davon ein. Erstmal wegen Zinskritik, ja. Das Ding ist, ich bin zum Beispiel kein Verfechter davon, dass der Zins das Problem ist. Ja, ich halte das für verkürzt, ich weiß, viele finden das, aber es ist mir doch ganz egal, ob die Hälfte von euch findet, dass der Zins das Problem ist oder der Zins ist Zins und wenn ich anderer Meinung bin. Weil darum geht es hier gar nicht. Hier geht es um Frieden. Hier geht es darum, dass keine Menschen sterben. Hier geht es darum, dass wir... Als NATO-Bündnis, sage ich mal wir, weil ich bin ja daran nicht beteiligt, ja. Wir schicken schon Flugzeuge, wir schicken schon... Ich bitte dich später gerne auf die Treppenbühne zu kommen und deine Meinung bitte gerne zu sagen. Wie? Absolut, absolut, das stimmt, aber wer auch immer einen Krieg bezahlt, also er sagt, für alle, damit die es nicht gehört haben, er sagt, Kriege werden auch bezahlt, das stimmt, total. Und es profitieren auch Leute an Kriegen, das stimmt. Aber Kriege sind nicht möglich, wenn wir Menschen nicht zu den Waffen greifen. Egal, wer dafür bezahlt. Und meiner Meinung nach, mein persönliches Ziel für diese Bewegung, und ich spreche hier weder für irgendeine Orga-Gruppe, noch für jeden Einzelnen hier. Ich wette, mit keinem von euch stimme ich zu 100% überein, aber wozu auch. Mein persönliches Ziel von dieser Bewegung ist, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass egal wer mir sagt, du ziehst jetzt in den Krieg und schießt auf den und den, sage ich nein, das sind meine Brüder und Schwestern. Und ich würde sagen, wunderschön, dass ihr alle da wart. Danke, dass ihr Linke da, ist, da seid. Es geht ja noch weiter. Ich übergebe das Mikrofon jetzt gerne. Es kommt jetzt eine Rede von einem wundervollen Menschen. Hört ihm zu. Bitteschön. We'll be right back.